Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Meine Karriere-Folge und heute mache ich mal eine kleine Änderung und zwar erhöhe ich mal die Schwierigkeit auf leicht. Also das wird jetzt die Schwierigkeit sein, das ist eine ganz neue Schwierigkeitsstufe, sehr sehr schwer auf jeden Fall. Und das werde ich jetzt mal machen. Nein, war natürlich ein Spaß. Wahrscheinlich hat mir der Witz nicht geglaubt. Also ich glaube, den Witz hat keiner geglaubt. Aber na gut. Weil ich fand's lustig wie bei WrestleMania, weil jetzt kann ich auf die WrestleMania-Kommentare ein bisschen mehr eingehen, weil davor konnte ich jetzt nicht wirklich eingehen. Auf Legendär, ich sag persönlich, als ich mal gespielt habe, 3-4 Matches, dass ich komplett versagt habe. Vielleicht ändert sich das, wenn ich mit People heute spiele. Mal sehen. Ich habe auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich jetzt auf die WrestleMania-Kommentare eingehen kann ein bisschen. Denn WrestleMania 34 ist ja jetzt quasi schon vorbei, beziehungsweise wenn ihr es seht, dann ist es schon ein bisschen länger vorbei. Bei mir ist es gerade ein Tag danach, muss ich sagen, wo ich es hochgeladen habe, also gerade der 25. Ja. Ich bin schon zufrieden, wie die Entrances aussehen, also wie manche den Entrance gefallen haben. War natürlich ein bisschen Arbeit drin, manche haben, glaube ich, einer hat, glaube ich, sogar... Oh, Moment mal. Aha. Ach so, als Manager. Okay, dafür kriegt Bray Wyatt direkt einen Signature. Alles klar, kann man machen. Aber was ich sagen wollte ist, dass... Genau, auf den Entrance, ja. Ich fand es cool, dass manche den Entrance gefallen haben. Ich habe auch gelesen, dass manche den Stil nicht so geil finden. Aber ich denke mal, der Entrance ist auch ein bisschen Geschmackssache. Und natürlich gab es auch neue Ideen, wie zum Beispiel der Patrick. Der hat ja zum Beispiel geschrieben, dass ich mit Feuer machen kann. Ja, ist keine schlechte Idee, wenn ich vielleicht zum SummerSlam wieder machen. Also, ich mache es ja nur bei den Big Fours. Also, bei jedem Pay-Per-View mache ich es nicht, sondern eher so zu speziellen Anlässen, weil... Das soll ja was Spezielles sein, so einen speziellen Entrance zu machen und in so einem Entrance steckt auch ein bisschen Arbeit. Also ich steck, glaube ich, in diesem Entrance habe ich, glaube ich, anderthalb Stunden? Glaube ich, saß ich allein nur an dem Entrance. Insgesamt an dem Video 2 Stunden, aber allein an dem Entrance, weil ich halt so viel überlegt habe und ich hätte so viele kreative Ideen und die Frage ist halt, welche Idee nimmst du? Und ja, da will man sich ja nicht... So krass, also ich entfalte mich ja schon ein bisschen kreativ hier, gerade in solchen Entrances, was mir auch unglaublich viel Spaß macht, muss ich sagen, solche Sachen zu machen. Und ja, dann habe ich noch gelesen teilweise, dass manche es nicht, also manche meinen Matchstil nicht so gut finden, aber man muss auch so sehen, wenn ich sage, okay, spannend machen, ja gut, ich habe es ja letztendlich spannend gemacht, wenn man so denkt, weil letztendlich habe ich ja das Fatal 4-Way Match ausgewählt, ich hätte ja auch ein Einzelmatch auswählen können. Dann wäre es relativ klar gewesen, wer gewinnt. Ganz klar. Also, ich habe es mir ja schon ein Risiko eingegangen, weil da hätte ich meinen Titel verlieren können. Aber letztendlich, das sage ich ganz ehrlich, und das werde ich auch in Zukunft weiterhin so machen, ich werde zwar versuchen, die Matches gut zu gestalten und so weiter und so fort, mit schönen Momenten und so weiter und so fort, aber ich will es auch weiterhin realistisch halten. Und was ich gemacht habe, war realistisch. Jetzt sagen manche bestimmt, oh nein, man stört doch nicht Daniel Bryan im Comeback. Ja, aber wenn ich stehe und ich sehe, Daniel Bryan ist im Comeback und es gehört ein Lauf, dann stoppst du diesen Lauf. Das macht jeder Wrestler. Das macht jeder Match. Außer ich liege natürlich im Boden. Dann kann ich natürlich nichts machen. Und das ist ja meistens der Fall. Wenn einer einen Finisher zeigt, dann liegt er meistens am Boden und verhindert das oder so. Oder ist gerade mit jemand anderem beschäftigt. Und ich war zu dem Zeitpunkt nicht beschäftigt und da habe ich einfach eingegriffen. Und natürlich werde ich weiterhin eingreifen, weil letztendlich will ich meinen Titel verteidigen. Und da scheiße ich auch ein bisschen auf die Matchspannung. Muss ich ehrlich sagen, weil letztendlich will ich meinen Titel verteidigen und was bringt mir eine Matchspannung, wenn ich keinen Titel habe? Sag ich mal ganz einfach. Und sag mal so, ich hätte das Match und ich könnte teilweise die Matches, also bei WrestleMania, ich glaube, ich habe auch gesehen, ich könnte die Matches teilweise früher beenden. Ich hätte zum Beispiel diesen OMG-Moment gar nicht einbauen müssen. Hätte ich gar nicht machen müssen. Ich habe es extra eingebaut, um... Ja, einen schönen Moment zu haben, einfach mal ein bisschen was zu machen und auch ein bisschen Spezialität reinzubringen. Ich habe natürlich auch geplant mit dem Kommentatorenpult, aber mir wurde das am Ende einfach zu heikel. Und dann habe ich es einfach letztendlich gelassen, habe gesagt, komm, du machst ihn jetzt fertig, du hast jetzt die Chance. Seth Rollins ist draußen, bearbeitet gerade und dann, ja, setze ich einfach meinen Tombstone ein. Ne, ich habe den Stunner eingesetzt, dann habe ich dann letztendlich das Match gewonnen. Und man muss einfach so sehen, ich habe einfach versucht, meinen Titel zu verteidigen. Vielleicht war das Match nicht so geil, wie manches... wahrscheinlich gewünscht haben, aber letztendlich habe ich es versucht und ein komplett realistisches Match hinzukriegen geht gar nicht. Das kannst du bei diesem Spiel vergessen.
Natürlich kann man es ein bisschen realitätsgetreu machen, aber ganz realistisch kannst du es nicht machen, weil normalerweise, wenn du so ein richtiges Match betrachtest, teilweise bei so, wenn du Fatal Four-Way Matches teilweise betrachtest, die werden ganz anders geführt, das kriegst du im Spiel nicht hin. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, sag mal, ich krieg jetzt den Curbstomp ab. Ich stehe nicht nach einem Pinfall auf. Direkt. Ich bleib schon eine Weile liegen. Bestimmt eine Minute oder sowas in der Art. Und manchmal stehe ich nach einem Finisher direkt auf. Oder sowas in der Art. Oder wenn ein anderer es verhindert, dann stehe ich ja auch nicht automatisch direkt auf. Dann bleibe ich auch ein bisschen länger liegen. Also, so matchpsychologisch kannst du es gar nicht hier in diesem Spiel machen. Deshalb müsst ihr mich auch ein bisschen verstehen, warum ich so auch agiere. Und ganz realitätsnah kannst du es nicht machen, weil letztendlich ist es ein Videospiel. Und da muss man es ein bisschen differenzierter betrachten. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe jetzt eine neue Schwierigkeit eingegangen. Ich kann es jetzt nicht noch schwerer machen. Sagen wir es mal so. Also, ich werde es nicht noch schwerer machen. Bzw. es geht auch gar nicht noch schwerer. Ich habe jetzt legendär die höchste Stufe. Und ja, passt ja. Und ich verliere dieses Match. Das ist wunderbar. Batista denkt sich auch so geil, dass ich dieses Match gegen so einem Typen verliere. Aber ich komme noch raus. Das ist noch sehr gut. Ja, da ich viel an der Zähigkeit gearbeitet habe, das war natürlich wichtig, weil ich glaube, hätte ich jetzt nicht an Zähigkeit gearbeitet, dann hätte ich wahrscheinlich. Ja. Hätte ich wahrscheinlich. Wie heißt das so schön? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Hätte ich wahrscheinlich. Ja, was wollte ich sagen? Ist ja auch egal. Nee, Moment. Genau, hätte ich nicht daran gearbeitet, dann wäre ich, glaube ich, viel schlechter dran. Bin ich mir sehr, sehr sicher. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt kontert er meinen Finisher. Nee, doch nicht. Ja. Und Batista macht gar nichts, ne? Also, der kommt nur rein, guckt nur zu und dann geht er wieder. Oh Gott. Aber wenn er was machen würde, wäre geil. Nix. Nix, nix. Er macht gar nichts. Warum mache ich mir auch immer Hoffnung? Aber, oh, oder doch? Ich glaube eher ein Interview als irgendwie eine Attacke. Welcome back to the show. This is my guest tonight. Let's talk about what happened out there tonight. The rumor is that you're currently injured. Are you at 100% right now? Oh Mann, ey. Aber ich sehe gerade, ich habe keine Untertitel an. Muss ich gleich mal in Einstellungen wieder gucken. Aber ich sag mal so, dieses Interview hatten wir eh schon 10.000 Mal, also von daher, es ist nichts Besonderes. Jo, danke für Zuhören. Zurück zu dir. Wie auch immer. Immer das Gleiche eigentlich. Nichts Besonderes an den Interviews. Ich hoffe, bei WWE 2K17 wird weitergemacht. Wie gesagt. Komm schon, lad ein bisschen. Warte, warte. Ah, nee, aber dieser hat ja kein Match. Stimmt ja. Er hatte kein Match, deshalb gehen wir einfach zum Donnerstag. Gegen Brock Lesnar? Nein. Oh. Ja. Da war meine Freude. Ja, kein Brock Lesnar. Und dann auf einmal ist Batista. Nee, doch nicht verbessern. So, Option. Ah, ich habe tatsächlich ausgemacht. Upsi. Ja, wir spielen tatsächlich legendär. Ich habe es wirklich hochgestellt. Glauben manche nicht, aber. Es sagen manche, ich soll's mal machen. Dann machst du es mal. Und ja, warum nicht? Kann man mal machen. Was mich irgendwie ein bisschen traurig macht, dass ich das Match gegen Manu nicht bekommen habe.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie die manchen da drauf. Wie manchen, genau. Nee, wie manche da drauf reagiert haben, als ich das Video da hochgeladen habe, wo stand. Manu Thiele im Spiel? Ja. Wie gesagt, das ist nicht von mir erstellt, das will ich auch mal ganz klar sagen. Den habe ich nicht erstellt, das ist sein Charakter. Den hat er quasi erstellt, den habe ich quasi importiert bekommen, weil ich habe. Ich habe es ja schon mal erklärt, Manu war ja. Oder beziehungsweise ist immer noch in einer Freundesliste. Und von daher ist es ja von ihm importiert worden. Quasi der Charakter. Ist ja letztes Jahr auch so gewesen. Fand ich zumindest cool, dass er dieses Talk of Honor T-Shirt, was er letztes Jahr hatte, wo er, also dieses Manu und dann mit den ganzen Wrestling-Begriffen, fand ich ziemlich geil, dass er das auch im Spiel also ins Spiel mit reingebracht hat, weil das sah schon relativ nice aus. Er meinte auch irgendwie, dass es 5 Minuten gedauert hat, um das alles hinzukriegen. Auf jeden Fall eine nice Sache. Also, das sah echt geil aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ja, ich wollte mir meine Chancen arbeiten, Kommentator zu werden. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, als Kommentator. ja. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich mir vorstellen kann, WWE-Kommentator zu sein. Vorstellen kann man sich's. Die Frage ist nur, ob ich dafür kompetent bin. Und ich glaube, ich kenne ja Manu zum Beispiel, ja. Und ich weiß ja, wie er halt argumentiert, beziehungsweise auch wie er auch quasi redet. Sagen wir es mal so. Und allein schon ins Podcasten ist er schon 3-mal mehr überlegen als ich. Und als Kommentator sowieso. Also ich habe ihn ja schon vor der WWE schon gehört bei NEW. Da habe ich ihn ja auch schon ein paar Mal als Kommentator gehört. Und da war er ziemlich gut. Und ich glaube, so gut wie er bin ich nicht. Und wenn ich nicht sein Leistungsvermögen habe. Leistungsvermögen habe, genau. Beispiel jetzt gerade, ne? Wenn ich nicht sein Leistungsvermögen habe, dann brauche ich es auch gar nicht zu versuchen. Obwohl, probieren würde ich, also ich glaube, wenn ich das Angebot kriegen würde, ich würde nicht Nein sagen, aber ich glaube, ich wäre der falsche Mann, gefragt zu werden. Würde ich sagen, persönlich. Also, weil letztendlich, jetzt würden manche sagen, ja, du würdest doch bestimmt Nein sagen oder sowas. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, ich weiß nicht, ob ich Nein sagen würde. Vielleicht würde ich es Nein sagen, vielleicht würde ich auch Ja sagen. Letztendlich, weil so ein Angebot schlägt man ja auch nicht aus. Also, zumindest bei mir, zumindest mal so, ne? Weil das ist ja schon eine Ehre, überhaupt so ein Angebot zu kriegen und so weiter und so fort. Und ja, zu sagen direkt, ah, nein, oder zum Beispiel sowas halt. Deswegen kann ich auch verstehen, dass Manu zum Beispiel dieses Angebot angenommen hat. Und manche sagen, ah, wie kannst du nur annehmen und so weiter und so fort. Wenn man die Chance bekommt und er will es auch machen, warum nicht? Ja, übertreib mal. Also, was gibt es da teilweise für Abzüge? Ist ja teilweise echt lächerlich. Oh Mann, nee. Und Batista macht mich gerade komplett platt. Ja. Ein Jahr Champion und dann sowas, ne? So. Und oh Gott. Naja, so schnell Batista, ne? So. Gut, was ich mal sagen wollte, genau. Oder sowas in der Art, weil wäre schon geil vielleicht für die WWE mal was zu arbeiten, aber ich glaube kaum, dass ich dafür jemals für irgendwas zuständig wäre, weil ich glaube, nichts wäre ich gut. Obwohl doch, bei Up, Up, Down, Down, da könnte ich Videospiele spielen. Das wäre perfekt. Ne, jetzt im Ernst, also, keine Ahnung, ich glaube nicht. Also, obwohl ich, wie gesagt, ich kann, also weil ich ja schon mal darauf angesprochen wurde, mal, also gefragt wurde von Zuschauern, ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich weiß nicht. Würde vielleicht so der Fall sein, ich habe jetzt den Podcast momentan, genau zur selben Zeit wie bei Talk of Honor, beende ich quasi diesen Podcast wieder. So, wo Talk of Honor und All About E geendet ist, was ja richtig komisch ist, dass ja wirklich, wo ich so nachgedacht habe, dass Talk of Honor vor einem Jahr ungefähr beendet wurde und All About E zur gleichen Zeit. Die Raw nach Mania war quasi die letzte Raw, also die letzte Raw-Review quasi, sowohl von Talk of Honor als auch von All About E. Und damit hat auch quasi der Podcast geendet. Das ist schon irgendwie, wenn ich es im Nachhinein betrachte, eigentlich ziemlich lustig. Muss ich sagen. Also, natürlich ist es traurig, dass beides geendet ist, gerade auch Talk of Honor zum Beispiel, was ja zum Beispiel was sehr, sehr Cooles war. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Fand ich schon schade. Und natürlich All About E war für mich persönlich was Besonderes, weil es einfach eine ganz neue Erfahrung für mich war.
und die ich sehr, sehr gerne mitgenommen habe. Und man merkt ja auch vielleicht, dass ich ein bisschen den AATE-Stil habe, beziehungsweise auch ein bisschen den Talk of Honor-Stil. Also, wenn man den Podcast jahrelang hört, dann hat man auch ein bisschen da was. Ja, den kennt man auch ein bisschen was. Und ja, wie gesagt, ich bin großer Talk of Honor-Fan gewesen, aber naja, gut. Jeder trifft seine Entscheidung und ja. Bin ja froh gewesen, dass ich mit so ziemlich jedem Mitglied, glaube ich, die da waren, also so mit Manu, mit Björn, mit Malte, mit Jonas, habe ich so wohl mal einen Kontakt gehabt. Jonathan kann man auch eventuell sagen, also Perkix, der war ja auch fast im Team gewesen, wie ich zum Beispiel. Also, ich wäre auch fast da drin gewesen. Leider hat er Manu es beendet. Also habe ich zumindest mit allen Kontakt gehabt, das kann ich zumindest mal behaupten. Finde ich witzig. Ich wollte schon sagen, dass ich jetzt verliere, aber... Ja, ich bin jetzt irgendwie in diesem Thema drin, aber es ist gerade irgendwie interessant, darüber mal zu sprechen. Gerade weil ich jetzt auch auf WrestleMania ein bisschen eingegangen bin. Wo ich jetzt mich jetzt genug dazu geäußert habe. Wie gesagt, ja. Ich habe halt meinen Kampfstil, wie gesagt, und den führe ich halt so aus. Und entweder gefällt er euch oder gefällt euch nicht. So einfach ist das Prinzip. Muss man einfach so sagen. Also, ich weiß auch, dass jedem nicht mein Kampfstil gefällt. Was auch nicht schlimm ist. Es wäre auch komisch, wenn keinem mein... Also wenn jedem mein Kampfstil gefallen würde. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Und Verbesserung? Immer wieder gerne. Also für Feedback bin ich ja immer, wie gesagt, sehr offen, solange sie konstruktiv ist und vernünftig. Und ich habe schon manche Kommentare gelesen, wo ich mir denke, ja, auf solche Kommentare kannst du nicht wirklich reagieren oder brauchst auch nicht zu reagieren. Und ja, das war beabsichtigt. Und ach, der hat ein Spear. Okay. Der hat ein Spear als Catch-Finisher. Ich dachte, der hat den Batista-Bomb oder sowas. Weil das würde echt geil... Eigentlich würde das geiler passen als der Spear. Weißt du, hebt den hoch. Okay, natürlich wäre es eine Pop-Up-Powerbomb. Ne, Pop-Up-Batista-Bomb. Aber gut. Und jetzt kriege ich gerade nichts hin im Kontern. Genau das meinte ich, dass ich im Legendären einfach so schlecht bin. Also ich finde mich nicht gut. Muss ganz ehrlich sagen, also es ist echt schlecht von mir. Aber, naja gut. Soll ja jeder anders sehen. Allein schon, wenn ich so einen dummen Move mache. Ja, steh auf! Komm schon! Heulig. Nein, Batista! Nein, du warst doch nicht platt! Und der Street Slam war der wichtig. War der wichtig. Das war blöd. Warte mal, warum mache ich eigentlich ein normales Match gegen ihn? Fällt mir gerade ein. Ja, dann... Ey, das fällt mir gerade eben auf. Warum mache ich ein normales Match gegen ihn? Nee. Nee, nee, nee. Mann, das ist schon ein bisschen anders hier. Zack. So, F5. Jetzt. Come on, Batista. Come on. Jawohl. Das, glaube ich, passt sehr gut. Und. Neutralizer! Der Neutralizer von B-Pointer an Batista auf das Kommentatorenpult. Ja, komm. Jubel! Jubelt! Okay, wir haben das Match gewonnen. 4 Sterne, passt. Gut, habe es doch übertrieben lange gemacht, weil ich das gar nicht machen wollte. Weil ich dann aber nachher gedacht habe, warum mache ich das gerade überhaupt? Aber egal. 4 Sterne, damit kann ich gut leben. Oh, lass dich von einem Objekt treffen. Hast du dich erfüllt. Ey, komm, lass mir mit den Interviews, bitte. Lass mir bitte mit den Interviews. This is my guest tonight. What are your thoughts on him?
He's been turning it up lately. I can appreciate that. I want the best version of him in the ring, and I think that's what I'm going to get at the pay-per-view. Only time will tell. Thanks for the time. Back to you. Unglaublich, dass ich das sage, aber ich nehme die Aussage tatsächlich zurück, weil das war ja wirklich ein sinnvolles Interview. Vorhin war es ja nicht sinnvoll. Das ist sinnvoll. Lob, Lob. Und das nehme ich mal zurück. Also, ha, da tut sich was hier, ne, in diesem Spiel. Ja gut, so viel Hoffnung sollte man lieber doch nicht machen. Das wäre jetzt keine gute Idee. Aber nun gut, lass mit mal so stehen. Und gehen direkt mal weiter, beziehungsweise wir gehen diese Folge nicht weiter, sondern in der nächsten Folge, weil wir haben ja nächste Woche die Go-Home-Woche vor Payback 2018, genau. Ich wollte schon gerade sagen, haben wir jetzt wirklich Payback oder haben wir nicht Payback? Aber wir haben Payback, keine Sorge. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge, haut rein und ciao!